Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer 29 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Jawohl, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und es ist da das Karneval-Event, das Karnevals-Event in FIFA Mobile, Jawolski, ich freue mich drauf. Ich habe das ganze Event noch nicht einmal gespielt. Ich habe zwar schon ein bisschen reingeluschert. Ihr habt mir schon zahlreich unten reingeschrieben in die Kommentare bei der gestrigen 20 Uhr Folge. Ihr findet das Event, also es gibt viele, die das Event gut finden. Es gibt viele, die das Event eher semi-gut finden. Es gab auch Kommentare wie beispielsweise diesen hier. Ich finde das Event nicht gut, aber ich finde das Event auch nicht schlecht. Ja, normales Event halt. Ich finde aber die Belohnungen, die man bekommen kann, wie halt einen Aguero, ihr habt gestern abgestimmt und es waren, ich glaube, 80% dafür, dass ich Mbappé verkaufe und einen Aguero holen soll, versuchen zu holen. So, willkommen bei Karneval. Ihr seht, ich habe noch gar nichts gespielt. Willkommen beim Karneval. Hier kannst du Skillspiel, um leere Masken zu halten. Sobald du einige hast, solltest du dir die Regionalparade anschauen. Okay, Regionalparade Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Rest der Welt. Also ich muss ja sowieso zu Rest der Welt dann hin, ne? Weil da gibt's ja Aguero. Oder? Hallo? Setze hier deine leeren Masken ein, um Regionalspieler zu spielen. Je höher der ist, je mehr du Rest der Weltspieler du in deiner Aufstellung hast, desto bessere Belohnung erhältst du. Nutze deine Regionalmasken aus deinen Partien, um Spieler aus der Region zu erhalten. 4500 brauche ich für Aguero. Und hier bekomme ich 36. What? Alter Falter. 72, aber dafür brauche ich ein 90er Team. Ne, 90er Spieler, also 90er Team und 4 Rest der Weltspieler. Ja, moin. Und dafür muss ich... Das ist lächerlich hier mit den Masken oder was. Oder checke ich das noch nicht so wirklich? Wo kann ich hier mal zurück? Hallo? Zurück? So, bei Karneval. So, hier, ich mache erstmal die Skillspiele. Für Italien will ich ja eh nichts ausgeben. Erstmal ganz kurz die Skillspiele durchziehen, dann die Werbung gucken und dann gehe ich mal weiter da oben, was ich dann noch machen kann. Also wie gesagt, ich habe wirklich beim Karnevals-Event noch nichts gespielt. Ich habe noch keinen Tag verpasst, sondern ich bin ja immer noch im Zeitraum von dem einen Tag. Deswegen habe ich jetzt nicht schon die ersten Masken verpasst oder so. Keine Sorge. Keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Alles klar. Aber wenn ich vielleicht öffne ich auch hier und da das Pack. Mal gucken, was es für Packs im Shop gibt. Die gucken wir uns auch auf jeden Fall auch noch an, die Packs. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja morgen in der 20 Uhr Folge. Übrigens, morgen gibt es die neue Folge der Hertha Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Darauf freue ich mich schon mega mäßig. Ich freue mich auch immer auf euer Feedback. Wenn ich frühs aufwache, direkt auf dem Handy, direkt das Handy gezückt und direkt die Folge nochmal selbst angucken. Die man ja selbst gemacht hat, quasi. Darauf freue ich mich auch schon. Ja, letzte Woche habe ich mich drauf gefreut, euer Feedback von der Hertha-Karriere zu sehen. Vor die Woche, es gibt ja 2 Folgen, jetzt kommt morgen dann die dritte. Let's go, jetzt aber nochmal das dritte Skillspiel. Einfacher Parcours und dann haben wir erstmal alle Skillspiele durch. Und anscheinend kann man nicht mehr spielen, außer halt noch gegen die CPUs dann. Aber für mich, es gibt ja aktuell nur Italien. Und bei Italien möchte ich halt nicht. Ich möchte keine Italien-Spieler haben. Deswegen muss ich da erstmal abwarten, wenn ich das so richtig analysiert habe. Hä, man kann es immer und immer wieder spielen? Habe ich jetzt doch Masken verpasst, dadurch, dass ich jetzt einen Tag nicht gespielt habe? Anscheinend schon, oder ist das jetzt hier ein Bug? Ich hätte gedacht, das kann man nur einmal am Tag spielen. Konfetti, wofür gibt es denn Konfetti-Punkte? What? Och nö, das habe ich quasi einen halben Tag versaut. Weil ich hätte ja gestern Abend schon spielen können. Maskerade-Turnier. Starte eine Versus-Angriff-Serie. Du kannst jeden Tag Versus-Angriff spielen. Um Maskerade-Punkte zu erhalten. Wenn du mehrere Spiele in Folge gewinnen kannst, gibt es mehr Punkte. Bei einer Niederlage bist du für den Tag ausgeschieden. LOL. Alter Leute, wie geil ist denn das Event, bitteschön. Man hat nicht nur die Skillspiele, man hat auch Versus-Angriff. Da kann ich die ganzen Kommentare gar nicht verstehen, die ihr gestern unten reingeschrieben habt in die Kommentare. Wahrscheinlich, es gab auch ganz viele Kommentare schon innerhalb der ersten Stunde. Ihr habt sicherlich wahrscheinlich in der ersten Stunde das Event noch nicht mal richtig gecheckt. So wie ich gerade erst richtig gecheckt habe. LOL. Okay, wenn man jetzt hier Maskerade starten und umso mehr, desto... Oder wie verstehe ich das? Maskerade, Punkt.
wird bei einer freigeschalteten Siegesserie freigeschaltet. Und was kann ich dann mit den Maskeradenpunkten machen? Konfettikanonen. Alter, was gibt's denn hier noch alles? Konfettikanonen, nicht abgerufen. So, okay, was gibt's hier? Hier kann man beispielsweise Da Costa holen, hier kann man Skillboost-Karten holen, 1000 Stück, die würden uns auf jeden Fall nach vorne bringen. Die Spieler sind für mich uninteressant. Ich würde dann auf die Erfahrungspunkte oder auf die Skillboost-Karten gehen. Ich denke eher Skillboost-Karten. So, also wir machen jetzt erstmal, was machen wir jetzt? Ich spiele nochmal die Skillspiele, weil mich das interessiert, ob ich das nochmal entspielen kann. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Aber irgendwann sind ja meine Energiepunkte leider auch aufgebraucht. Aber kann man sich Energiepunkte im Shop kaufen? Das wäre interessant. Wenn man sich da vielleicht Energiepunkte kaufen kann, so viel wie man möchte. Oh, das würde uns deutlich, deutlich voranbringen. Und ich bin nicht abgeneigt dafür, im Karnevals-Event hier oder da den anderen Euro auszugeben. Sagen wir es mal so. Weil ich habe schon etwas länger jetzt nichts ausgegeben für FIFA Mobile. Und ich finde für das Karnevals-Event, was ich jetzt erstmal nicht so schlecht finde. Und ich möchte ja einen Agüero haben. Einer der besten Spieler, den es halt gibt im Event. Schauen wir mal. Ich lasse mich überraschen. Also anscheinend kann man so oft spielen, wie man möchte. Solange man halt Energiepunkte hat. Ich habe es gerade nochmal gespielt, habe jetzt 18 leere Masken. Und da muss ich sagen, ärgere ich mich jetzt schon ein bisschen, dass ich gestern Abend nicht gespielt habe. Also wo das Event rausgekommen ist. Ich habe zwar keinen Tag verpasst, aber ich habe schon irgendwie ein bisschen, es fühlt sich an, als würde ich doch ein bisschen was verpasst haben. Und das ist schade, definitiv. Aber mal schauen, ne? So, Maskerade. Da kann ich jetzt versus Angriff spielen. Maskerade starten. Aber ich habe es noch nicht gecheckt. Wenn ich mehr Siege habe, wahrscheinlich steht es da nicht. Nee, oder? Maskerade, Punkt. Und was kann ich mit einem Maskerade, Punkt machen? Kannst du maskierte Preise öffnen? Ach hier, dann. Wenn ich 9 Siege habe, kann ich hier die 9 Masken öffnen. Und hinter 3 von den 9 Masken versteckt sich Castro Willi, 18 leere Masken und das AC Milan Trikot. Jetzt verstehe ich. Versteh's. Let's go, mal gucken, wie viele Versus-Angriffssiege ich hier raushauen kann, ob ich jetzt alle 9 Spiele, oder man kann ja auch mehr machen anscheinend, wenn man an einem Tag 20 Mal gewinnt hintereinander, hat man halt schon 20 Maskeradepunkte für den nächsten Tag und für den nächsten Tag und für den nächsten Tag und für den nächsten Tag. Also ich finde es eigentlich ganz nice gemacht hier. Wir kriegen Ali als Gegner 110. Ich hoffe nicht, dass es direkt die erste Niederlage wird, ne? Und das Geile ist ja, es fühlt sich auch irgendwie cool an. Und bestätigen dann, wenn man gewinnt, weiß man, aha, wir haben den Gegner dazu gebracht, dass er heute keinen Versus-Angriff-Karneval mehr spielen kann. Also, ich hoffe, dass ich gewinne. Messi mit dem ersten schönen Türchen. Ab in die Mitte. Auf Mbappé. Mbappé 2:1. Den spiele ich rüber. Mané, das war kein Abseits. Direkter Abschluss 3:2. Also, wir kommen gut rein in die Partie. Wir kommen gut rein. Und machen auch gut weiter. 4:3. Ab ins Aus, komm. 4:3. Mané, Mané, Mané wäre jetzt wichtig. Nein, ich krieg eine Ecke. Ecken sind eigentlich Gift in FIFA Mobile. Mbappé. Jawolski. 5:3. Und Mané. Sadio Mané. 6:4. Wie geil ist das denn bitte schön hier? Komm, 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 komm. Zieh durch. Mbappé. 7:5. Es ist noch nichts vorbei hier. Es ist noch nichts vorbei. Mbappé mit dem nächsten Tor. Komm, ein Tor noch und dann würde ich sagen, ja, eigentlich kann hier nichts mehr anbrennen. 9:5, 9:6. Eventuell doch noch. Eventuell Messi, 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 Messi. Messi, 10:6, Jawolski. Ich gewinne das erste Spiel, bedeutet, ich kann weitermachen im Maskeraden versus Angriff Karnevals Event oder 10:8. Es wird doch nochmal spannend. Oh, nein, mach keinen Scheiß hier. Nein, Ball, jawohl, Ballverlust und ich mache sogar noch das 11. Tor. Boom. So, jetzt hatte ich einen Maskeradenpunkt und jetzt habe ich mir ein Karneval-Pack geholt. Also so ein Maskeraden-Pack. Und was habe ich drin? Skillboost-Karten. Okay, in den normalen Maskeraden-Packs, wo man nicht eine der 3 Belohnungen da unten bekommt, hat man Skillboost-Karten drin anscheinend, so wie ich es jetzt hier gesehen habe. Okay, wir machen das zweite Versus-Angriff-Game, würde ich sagen. Let's go. Und EA gönnt uns einen 106er Gegner. Und wenn man solche Gegner bekommt, das ist natürlich eine Einladung von EA. Das muss man gewinnen.
Solche Spiele darf man nicht verlieren. Ich habe 5 Gesamtbewertungen besser als der Gegner. Tani, CBT, Benfica. Huh, let's go. Let's go. Ab geht's. Einfach die Türchen machen und dann gewinne ich das ganze Ding hier. 1-0 Mbappé. 2-0. Erkenne ich nicht. Lul. 3-0 De Bruyne. 4-0 Mbappé. Und 5-1 Messi. 6-1 Piqué. 7-1 De Bruyne. 8-1 Mbappé. Und das war's. Ich gewinne auch das zweite Spiel. Faust in die Face Game. Ich denke mal, mache ich jetzt noch eins oder mache ich die anderen einfach privat, weil jetzt die ganze Zeit noch versus Angriff zu spielen. Klar, es macht auf jeden Fall Spaß, aber 9 Spiele sind dann für mich doch ein bisschen zu viel in einer Folge. Deswegen gehe ich jetzt mal noch weiter. Also ich wollte ja noch in den Shop auf jeden Fall reingucken, was es da so für Angebote gibt. Das werde ich jetzt hier auch machen. Schauen wir mal, gibt es da? Man kann sich leere Masken kaufen. 25 Stück für 5,50. Okay, das ist jetzt nicht so ein Angebot, wo ich sage, ja, da muss ich unbedingt zuschlagen. Karneval Angebot 1. Das sind 12 Energiepunkte. Das ist schon interessanter. Für 2,30. So, was kommt man hier, kann man noch bekommen? Sind 60 leere Masken. Okay. Dann Münzen. Was gibt es hier hinten für ein Angebot? Was ist das hier? Italien Bundle. Was ist das für ein normales Pack? 125 Italien Masken. Okay. Rein theoretisch kann man sich dann auch Rest der Welt Masken kaufen. Also wenn ich jetzt hier meine leeren Masken umwandeln will zu Italien-Masken, brauche ich, achso, jetzt muss ich hier gegen den CPU spielen. Okay, ich verstehe. 12 Masken für 36. Also wenn ich hier gewinne, kriege ich 36 Italien-Masken. Okay, ich verstehe es. Ich verstehe. 4 Italiener. Aber man muss ja nicht mal Italiener aus Italien spielen. Also man muss nicht unbedingt Spieler, also man muss keine, man muss nicht einen Mancini haben, man muss kein Balotelli haben, sondern man kann auch ganz normale Italiener drin haben beispielsweise, oder verstehe ich das falsch? Also bei der Rest der Welt kann ich dann auch andere Spieler drin haben, oder? Ich weiß es nicht genau. Wir werden es dann sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich spiele noch böses Angriff. Ich spiele hier noch Skillspiele weiter. Guck die Werbung noch an. Die Werbung, die bei mir nicht klappt. Ich hoffe, dass es klappt mit einem Neustart von FIFA Mobile. Ansonsten bin ich sauer und es gibt eine Ansage gegen EA. Kappa Klaus. Leute, ich bedanke mich. Ich bin hyped auf die nächsten Tage. Wie lange läuft das Event? 2 Wochen. 14 Tage, 14 Tage, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Ihr denkt dran, morgens direkt um 8 Uhr, Hertha Karrierechen. Ich freue mich auf euch, ich bedanke mich, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.